Dann kriegen wir das Zeug, was wir brauchen. Wow, was ist das? Boah, guckt mal, Alter. Heftig. Ist das eine. Das sind Batterien, guckt mal. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded, meine lieben Freunde. Zurück im neuen Update. Wir haben es beim letzten Mal leider nicht geschafft, das begaste Labor zu erkunden, weil meine Gasmasken leider nicht durchgehalten haben. Aber ich habe neue Gasmasken dabei. Zwei voll aufgewertete. Leider ist mir mein Essen geklaut worden. Tatsächlich. Kleine schweinische Ameisen haben mir mein Essen geklaut. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz schön frech. Die haben das einfach hier von der Trocknung runtergenommen. Guck mal, man kann das Ding zum Glück umstellen. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Erstmal töte ich diese Laus. Ah, du bist die intelligenteste Laus, die rumgelaufen ist. Du hast es nicht anders verdient, an meinem Trocknungsdings ranzukommen. Du hast es nicht anders verdient. Dann drücke ich F. Und dann platziere ich das nämlich jetzt um. Ich glaube, dieses Feature ist tatsächlich auch neu. Warte mal. Ich muss erstmal die Tür aufmachen. Sonst geht das nicht. F. Und dann hauen wir das nämlich mal oben aufs Dach, wo mir nämlich keine Ameisen vom Trocknungsregal das Essen klauen können. Dann kann ich nämlich meine Nahrung trocknen, ohne dass irgendwer mir was klaut. Und ich glaube, das ist ganz gut. Hier machen wir das mal hierhin jetzt. Mit rechter Maustaste? Ne, mit linker Maustaste, genau. So, ich drösel den da jetzt mal nicht dran, weil ich will mir das jetzt gleich direkt braten, das Tier. Damit das schnell fertig ist, damit ich jetzt nicht die wertvollen Müsli-Riegel da essen muss. Hier, wir hauen das jetzt mal hier ran. Hier braten, genau. Dann kann der sich hier schon mal machen und dann gucke ich mal. Ah, sehr gut. Du kommst ans Trocknungsdings ran. Nice. Von der Hand in den Mund nennt man das wohl. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Grounded nochmal im neuen Update reinziehen. La, 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 lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut gerne in die PPP-Playlist rein. Wenn ihr noch die anderen Episoden gerne sehen möchtet. Da! Stehen bleiben! Nein! Halt! Ich muss dich schlagen! Ja, du kommst auch mit oben ran. Essen, meine lieben Freunde, in reichlichster Reichhaltigkeit. Nicht schlecht. Kleben wir das mal ran. Man kann jetzt auch die kleinen nervigen Tiere zähmen, tatsächlich. Ich kann mir jetzt den Wiewel zähmen. Ich weiß leider noch nicht so genau wie. Ich muss mir irgendwie Pilzmehl zusammen craften. Und dazu muss ich erstmal in diese Anlage rein und muss dazu erstmal den Burglar-Chip bekommen, wo das alles drin steht. Und das machen wir jetzt nämlich auch direkt. Ah, jetzt wird gerade. Jetzt geht die Sonne unter, oder? Oder habe ich schon geschlafen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht hier nochmal trinken? Habe ich schon geschlafen oder habe ich nicht geschlafen? Eine gute Frage. Aber wir können ja auf dem Weg dahin nochmal schlafen. Wir haben ja da noch diverseste Häuser und Unterschlupfen am Start, wo wir schlafen können. Man kann jetzt auch Pollen finden, meine lieben Freunde. Und da kann man irgendwie Unsichtbarkeitsbomben draus machen, sodass man für die Gegner unsichtbar wird. Das ist auch irgendwie ganz strange, was jetzt alles geht, ne? Ich kann euch sagen, Grounded ist echt nochmal eine Idee reichhaltiger geworden. Anstatt der Ameisen kommen jetzt die Mücken und fliegen und schnabulieren dein Essen. Irgendwer kommt doch immer und schnabuliert irgendwas. Ich bin mal gespannt, ob es noch da ist, wenn ich wiederkomme. Also wenn es nichts mehr da ist, wenn ich wiederkomme, dann gibt es irgendwen, der fliegen und mopsen kann oder... Das despawnt einfach, wenn ich zu weit weg bin. Was natürlich nicht so gut wäre. Vielleicht muss die Zone einfach aktiv bleiben, damit das durchgeröstet wird dann. Damit das mit dem Trocknen funktioniert. Ja, es wird, glaube ich, gerade Nacht. Dann müssen wir mal ein bisschen jetzt gucken. Vielleicht wirklich nochmal einen kleinen Zwischenstopp einlegen, tatsächlich. Wir haben ja die Möglichkeit... Hier gibt es ja ein Haus von mir. Das ist mein Haus. Es gibt viele Häuser, aber das hier ist meins. Und genau. Und dann haben wir noch zwischendurch so ein, naja, so ein provisorisches Lager gebaut einfach. Genau, also da wird gerade gefragt, ob das Spiel noch weiterentwickelt wird. Ja, das wird noch weiterentwickelt, tatsächlich.
Aber der Abstand zwischen den Updates ist jetzt größer geworden, sozusagen. Also man lässt sich jetzt mehr Zeit, man will mehr in die Updates reinpacken und dann aber auch mal 2 Monate oder 3 auch mal zwischen den Updates Zeit lassen. Finde ich ganz vernünftig. Das war ja schon ziemlich ambitioniert, als sie immer gesagt haben, am Anfang haben sie ja den Anspruch gehabt, immer pro Monat ein großes Content-Update zu machen. Man hat aber schon an der Qualität der Umsetzung bei den letzten großen Updates gemerkt, dass das nicht ganz so einfach ist anscheinend. Also das ist halt schon ganz schön ambitioniert einfach, ne? Und dann muss ich ehrlich sagen, ey, dann Leute, dann lasst euch lieber wirklich noch einen Monat länger Zeit, wenn ihr merkt, das muss sein, und macht lieber das Update richtig geil, bevor ihr irgendein Update da hinhaut, was irgendwie nicht hinhaut. Quasi. Das muss ja nicht sein. So, ziehen wir jetzt durch. In der Station ist es wahrscheinlich ja eh dunkel. Also da ist es eh Wurst, ob wir da nachts hingehen oder nicht. Weil nachts sind halt die Spinnen unterwegs. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich würde vielleicht wirklich noch mal kurz schlafen wollen. Das Blöde ist, man kann immer noch nachts schlafen. Ich kann ja noch mal gucken, warte mal, ob noch irgendwas anderes Neues abrufbar ist in unserem Crafting-Menü. Wir haben ja hier das Crafting-Menü. Das ist dieser Shinobi-Schnupfen. Obi-Wans Shinobi, aber da brauchen wir hier die Madenhaut noch. Eine Heilbombe, die kann man im Multiplayer tatsächlich benutzen. Da braucht man hier die Stechmückenblutbeutel. Stechmückenblutbeutel. Genau. Hier, Pollen, genau. Ah, hier kann ich mir angucken, was ich draus machen kann. Unkrautstängel, genau. Es gibt auch neue Baumöglichkeiten tatsächlich. Dreieckskonsolgerüst. Ich glaube, das ist auch neu. Diese Gerüste, Dreiecksgerüste und sowas. Das ist neu. Es gibt auch neue, wie gesagt, neue Materialien zum Bauen. Hier mit Kieseln kann man jetzt Säulen machen und mit Lehm auch. Wendeltreppen gibt's jetzt. Das gab's vorher nicht. Die Eichelwendeltreppe, ja. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und, ist lustig, wenn ich das so formuliere. Und dann gibt's hier auch noch, gibt's noch Waffen neue? Genau, die Krähenarmbrust, die ist neu. Die können wir ja mal ausprobieren. Guck mal, da brauchen wir Eicheln, Schalen, Krähenfederstücken und Seidenseil. Müssen wir mal machen, wenn wir wieder im Haus sind vielleicht. Das ist etwas, das wir noch nicht erforscht haben. Und das hier auch. Zwei Dinge, die wir noch nicht haben. Wird auf jeden Fall interessant. Nice. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich eine Seilrutsche habe, um mich zu transportieren. Auch wieder sehr geil. Weißt du was? Ich gehe da jetzt einfach rüber. Mut zum Risiko. Man muss auch mal mutig sein. Ich hole mir jetzt hier noch vom Pink-Trickchen drüben noch mal ein bisschen Wasser. Man muss auch mal mutig sein und nachts in den vergifteten Bärreich reingehen. Wie viel? Ich zähm dich noch. Ich krieg das schon noch raus, wie ich das mache. Brauchst dir gar nichts einbilden, dass ich dich hier davonkommen lasse. Ich will so eine Weevil-Armee haben eigentlich. So ganz, ganz viele Weevil. Die alle für mich dann kämpfen. Oder die alle dann, wenn ein Gegner dann am Horizont auftaucht, dann rennen sie alle in die andere Richtung. Ich stehe dann alleine da. Eine Armee von Saftnasen. Du brauchst wohl die Mittagsschlafmod. Die wäre praktisch, ja. Oh, da sind Kampfameisen gewesen. Da muss ich mich ein bisschen ferner. Ja, die wollen nämlich von mir böse Sachen. Es sind auch mehr Ameisen jetzt geworden, tatsächlich. Da muss man echt jetzt ein bisschen aufpassen hier. Oh, oh, eine Wolfsspinne. Wie die Wolfsspinne alles ignoriert um sie rum. Was ist mit ihm los? Okay, warte, wir müssen mal schnell die Maske aufsetzen. Jetzt geht's hier nämlich rein. Warum ist denn die Wolfsspinne hier jetzt so unterwegs, so aktiv? Das gefällt mir ja gar nicht. Okay, warte, ich muss mal gucken. Ja, einfach jetzt geradeaus. Also, vor allem das Geile ist, die ignorieren alles um sie rum gefühlt. Nur mich nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich das finde. Ich meine, ich bin ja geehrt, dass ich so wichtig bin, ja. Aber ich meine, es wäre ja auch mal geil, wenn sie auch mal auf andere Viecher reagieren würden, nicht nur auf mich. Also, ich fände das irgendwie schon ganz fair so. Dass ich immer nicht immer der einzige Fleischbrocken bin, der angegriffen wird, sondern vielleicht auch mal die anderen. Immer nur auf mich, so unfair. Das ist voll gemein.
Hey, hier gibt's Pilze. Warte mal, das sind neue Pilze. Die kann man kaputt machen. Warte mal ganz kurz. Ich will das mal ganz kurz. Ach, verpiesel dich, du hässliches Vieh. Was, wo ist jetzt was runtergefallen? Hier. Pilzbrocken. Guck mal, das ist anderer Pilz. Das ist anderer Pilz. Ich schwöre, das ist nicht derselbe. Das ist anderer Pilz. Wo muss ich denn hin? Okay, da lang. Geradeaus. Ich schwöre, das ist anderer Pilz. Das ist nicht derselbe Pilz. Das ist bestimmt der Pilz, den wir brauchen. Kann ich den analysieren? Nee, kann ich auch nicht. Der ist aber nicht zum Essen, glaube ich. Das ist anderer Pilz. Oh, scheiße. Hier gibt es ja Spinnenweben. Warum? Moment mal kurz. Wo bin ich gerade? Ich muss hier lang. Ja, genau. Wo ist denn das? Wo ist denn die Tür? Die hat doch geleuchtet. Wo ist die? Hier ist sie, glaube ich. Hier ist sie. Hier ist sie. Hier ist sie. Schnell rein, schnell rein. Wer weiß, ob da draußen Spinnen unterwegs sind. So, warte, jetzt muss ich mal gucken. Wie sieht meine Gas... Okay, Gasmaske ist noch cool. Alles gut, schnell runter. Die Zeit läuft. Die anderen sollen auch mal aufs Maul bekommen. Genau, nicht immer nur ich. Mein Maul ist schon ganz wund und taub. Vom aufs Maul kriegen. So, hier war es, glaube ich, ein bisschen ungemütlich. Ja. Na! Renn weg! Gott sei Dank. Gott sei Dank platzt er, während ich weglaufe und läuft mir dann nicht nach. Holy Macaroni! Oh, lalalalala. Oh, oh. Ah. Toll, dass ich in eine Sackgasse reinlaufe, wenn es darum geht, vor Weevil abzuhauen, der explodiert. Da waren noch welche, da waren noch zwei, glaube ich. Müssen wir echt aufpassen jetzt hier. Was ist hier? Ist hier irgendwas Spannendes? Ah, total kaputt. Hier kann man rein. Krass. Kiesel? Ne, Kiesel braucht man nicht. Jetzt ist es Nacht. Guckt mal, lauter Monitore. Ich hab die Stasi gefunden. Geil. Bratwurst. Ach nee, Bratwumms. Oh Gott, das ist eine Bombe, glaube ich. Leg die mal bitte wieder weg. Hm, da hat einer die Pilze analysiert. Hervorragend. Oh, ganz viele Bomben. Guckt mal. Die Bratwurstbombe war das. Kann man hier irgendwas machen? Nicht wirklich, ne? Nicht so richtig. Ich kann nichts drücken, ich kann nichts machen. Low Voltage. Irgendwas sagt mir, dass ich hier lang muss. Vielleicht ist dafür die Bratbombe, warte mal, dass ich die auf die Weevils werfe. Aber wie nehme ich die? Warte mal, was mache ich damit? Wie mache ich das? Ich probiere mal einfach, das dann einfach zu werfen. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Er macht nichts. Er macht einfach nichts damit. Ich habe keine Ahnung, was ich da tun muss. Wenn du da schon festhängst, nehme ich doch das Geschenk gerne an. Aber irgendwie... Die Tür ist anscheinend irgendwie nicht so ganz offen. Warte mal. Platz. Ja, weg. Und er... Was? Mutation entdeckt. Barbar! Im Statusreiter anschauen. Ja, vielleicht jetzt nicht mehr... Ja. Warte. Muss kurz arbeiten. Oh. Im Statusreiter. Was? Barbar. Du wirfst dich mit Stärke, Waghalsigkeit und lächerlich großen Waffen in den Kampf. In deinen muskulösen Armen wirken mächtige Keulen, als wären sie dürre Insektenärmchen. Hä? Okay. Alles klar. Der Sinn ist auf jeden Fall vorhanden. Nicht schlecht. So, das sieht jetzt ja mal hier richtig hässlich aus. Ich ahne Schlimmes. So, wir müssen ja diesen Chip finden. Hä, was ist das? Achso, das ist mein Armband. Ich dachte gerade, hä, was leuchtet mich jetzt hier an? Warte mal, ich will mal kurz hier hinten gucken.
Ist hier irgendwas? Manchmal sind da ja Punkte und sowas. Forschungspunkte. Ah, Burglar-Chip! Burglar-Chip Nebel, du hast gefunden. Details anschauen. Betrachten. Enthält einen Satz. Den müssen wir zu Burglar schicken. Dann kann der uns neue Sachen geben, glaube ich. Dann kriegen wir das Zeug, was wir brauchen. Wow, was ist das? Boah, guckt mal, Alter. Heftig. Ist das nicht? Das sind Batterien, guckt mal. Und ich höre hier schon wieder irgendwas fliegen oder so. Irgendwas ist hier. Oder? Ah, nee, das ist das Zeug. Science. Kann man hier was aktivieren? Man kann hier gar nichts aktivieren, kann das sein? Obwohl hier irgendwas rot angezeigt wird. Es ging, glaube ich, echt nur um diesen Chip, kann das sein? Kann man hier unten hin? Nee, da ist eine Scheibe. Kann man nicht hin? Aber spannend. Wir haben mal wieder was Neues, was wir erkunden können. Wo bin ich hergekommen? Hier bin ich hergekommen, oder? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Da gab es noch, an einer Stelle gab es noch Forschungspunkte. Die will ich mir noch aufsammeln. Aber da konnte man auch so ein bisschen runterfallen. Da müssen wir mal gucken. War das hier hinten zufällig? Ja, guck mal hier, genau. Hä, wie komme ich da ran? Hä, wie... Moment. Muss ich da geduckt reinspringen, oder? Da muss man bestimmt geduckt reinspringen, irgendwie. Ja, fast. Ducken und springen, würde ich jetzt sagen. Schlagen? Es klingt, als würde was absplittern, aber irgendwie... Macht man das? Es klappt nicht. Ich komme da nicht ran. Kann ich mich noch mehr, kann ich mich noch mehr schrumpfen als jetzt schon? Muss ich da vielleicht von oben irgendwie ran? Warte mal. Kann man das irgendwie an sich ranziehen? Vielleicht? Geht irgendwie nicht. Ich komme nicht ran. Ah, doch, jetzt. Einfach nur... Wie ein Bekloppter reinhüpfen und dann geht das schon. Nicht schlecht. Pilzauswuchs, okay. Ja, ich gucke nochmal sicherheitshalber hier, ob ich hier irgendwas vergessen habe noch. Ich meine nicht. Ich meine, ich habe hier nichts vergessen. Ich glaube, wir müssen einfach nur den Burglar-Chip zurückbringen jetzt. Was? Was denn jetzt passiert? Ist die Dings kaputt? Oh, die erste Gasmaske ist schon kaputt, siehst du? Krass. Kommt man hier raus? Oh ja, hier kommt man raus. Bringt einem das irgendwas? Nicht wirklich. Ich komme nicht mehr zurück. Ah doch. Ja, so wäre es jetzt gewesen, ey. Ja, ich glaube, wir können hier wieder raus. Es ist hier, glaube ich, nichts mehr. Das war's, glaube ich, tatsächlich. It's a trap, Kappa. Ja, es ging, glaube ich, echt nur um diesen Burglar-Chip. Um mehr ging es, glaube ich, gar nicht. Und um das Audio-Log halt, ne? Oder ich habe jetzt irgendwie eine Abzweigung nicht gesehen. Kann man was analysieren, was wir gefunden haben? Nö. Analysieren können wir auch nichts. Konnte man nicht die Dinger irgendwie zerschlagen? Ging das nicht irgendwie? Weiß es jetzt nicht. Ich dachte, die konnte man aufmachen. So, jetzt aufpassen. Jetzt ist es Nacht draußen. Wird jetzt sehr lustig. Die Spinnen sind unterwegs. Mal gucken, ob ich sie umgehen kann. Man sieht die halt so schlecht nachts. Das ist so ein bisschen das Ding. Weil, soll ich mal gleich noch ein bisschen mehr hier von dem Pilzzeugs mitnehmen? Könnte vielleicht eine gute Idee sein, so an sich. Weil das sind, glaube ich, spezielle Pilze. Ich glaube, das sind auch die, die ich dann brauche,
um dieses Zeug herzustellen, womit ich dann die Viecher zähmen kann, glaube ich. Die muss ich dann häckseln, schreddern muss ich die. Und dann bekomme ich nämlich das Zeug, was ich brauche zum Zähmen. Das ist jetzt halt die Frage, kriege ich jetzt die Sachen, die ich brauche, um dieses Schreddern zu machen? So, aufpassen jetzt hier, das wird jetzt hier echt hässlich. Ich renne mal lieber schon mal so ein bisschen. Ich traue der Sache hier irgendwie nicht. Muss nur aufpassen, dass ich dann zum Kämpfen noch genug Stamina habe. Die Hacke. Okay, wir sind raus aus dem Gebiet. Ich setze mal schnell die Dings auf hier. Den Helm, genau, damit ich... Warte mal. Trinken. Nice. Warte, in welche Richtung? Ja, sehr gut, genau. Was ist das? Ach ja, der Baseball, genau. Ich renne jetzt einfach durch. Nee, Moment. Wir gehen zum Reiseturm, genau. Da gehen wir jetzt hin. Zum Schnellreiseturm. Und hangeln uns mal rüber schnell. Und dann schauen wir mal... Nee, Moment, wir müssen ja gar nicht. Moment. Nee, Quatsch, wir müssen ja zum Burglar. Ich muss auf die andere Seite vom Baum, da muss ich hin. Warte mal. Ja, dahin. Da so hin. Moment. Nee, dahin. Jetzt bloß nicht in irgendwelche Spinnen reinrennen. Warte mal, ist hier nicht... Warte mal, hier ist doch mein Bett in der Nähe gewesen. Da kann ich gleich mal schlafen nochmal. Das ist sicherlich nicht so schlecht, die Idee. Hier drüben, genau. Ich schlaf mal kurz. Ich will nicht bei Nacht hier rumrennen, das ist irgendwie doof. Keine Lust auf Spinnenbegegnung bei Nacht. Nein, du solltest dich ducken. Ah, ich muss immer noch die Steuerung wieder drauf kriegen, ey. Das ist echt heftig. So, hier jetzt. Schlafen. I think it's bedtime. It's a bad time. Ja, genau. Warte. Ich muss essen. Du hast Nektar. Läusetau. Und braucht er noch was? Ach komm, wir nehmen den Müsli-Riegel auch noch. Ja, nice. Und hier drüben war ja das Pink-Träckchen direkt. Da ist doch bestimmt auch schon wieder was am Start. Da muss ich meine Flasche Wasser, Wasserflasche nicht jetzt schon austrinken. Dann kann ich mir die aufheben. Für dringendere Momente, wenn ich zum Beispiel irgendwo in irgendeiner Höhle drin bin. Mivel, alter Freund. Irgendwann zähme ich dich. Irgendwann kriege ich das hin. Man fragt sich schon, was man dann alles zähmen kann. Also für den Anfang, oh Kacke, für den Anfang auf jeden Fall die kleinen Tiere erstmal. Oh, warte mal, ich bin... Moment mal, ich bin, glaube ich, gerade falsch. Sekunde. Ich habe mich, glaube ich, gerade etwas verfranst. Ja, ich muss weiter nach da hinten irgendwie. Nach da muss ich. Habe ich mich wohl ein bisschen verirrt. Wir wollen ja hier auch richtig laufen. So, ich hoffe wirklich, dass der Burglar-Chip das jetzt freischaltet. Hier, diesen Grinder, den man da braucht. Diesen Häcksler. Und auch die Bauteile, das wäre halt auch ganz gut. Wie viel kommt da einfach aus der Höhle raus? Ah, hier sind die Fliegen. Ganz viele Fliegen sind hier. Na toll, wissen wir Bescheid. Spinne? Diese Raupen machen jetzt endlich auch nicht mehr so ein komisches Geräusch. Wisst ihr noch, was die für ein komisches Geräusch immer gemacht haben, ey? Hast du mal gedacht, die Welt geht unter, wenn so eine Raupe in der Nähe war? Das weiß ich noch sehr gut. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ah, warte mal. Hier. Hier gehen wir mal kurz saugen. Und lutschen. Saugen und lutschen. Ja, mehr, komm. Ich will alles. Wie, das war's schon? Lächerlich. Lächerlich. Was? Kongo Bongo? Was ist mit Kongo Bongo? War gerade ganz kurz Kongo Bongo Action und dann nicht mehr. Seltsam. Ha, das war gut. Das war gut. The perfect move. So, Vorsicht wegen Spinnen hier immer.
Die sind hier mehrere unterwegs. Rein, 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 rein. Irgendwas ist da unten. Ich ignoriere jetzt mal diese knatschigen Geräusche. Burglar, ich habe einen Chip. Ich habe einen Burglar-Chip gefunden. Das ist so gut wie Ketchup zu den Pommes. Ja. Ja, und jetzt? Was habe ich jetzt bekommen? Kann ich jetzt Sachen machen? Ich habe ja 5300 Raw Science. Hier, warte mal. Ah! Fortgeschrittene... Hier, hier ist es! Fortgeschrittene Produktionsgebäude. Püriergerät. Zerlege verschiedene Dinge in seine Bestandteile. Das brauchen wir. Schmelzofen. Schmilzt Verschiedenes zu Besserem. Pilzbrei. Eine dicke Paste aus zerhacktem Pilz. Guck mal, das ist tatsächlich der Pilz. Ich wusste es. Vertrau dem Pilz. Ganz wichtig an der Stelle. Eine dicke Paste aus zerhackten Pflanzenteilen. Ja, das müssen wir machen. Kaufen. Das ist es. Federdächer. Okay, da haben wir jetzt nicht mehr genug Zeug für. Aber wir haben die wichtigsten Sachen freischalten können. Ein Hoch darauf, dass ich in der Vergangenheit bei den letzten Sessions immer darauf bestanden habe, dass wir die Burglar-Quests erledigen. Genau. So, und jetzt frage ich ihn nochmal nach Aufgaben. Stachelsprössling herstellen. Bienenpelz. Analysiere Bienenpelz. Haben wir das noch nicht gemacht? Ich weiß nicht. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Da müssen wir noch mal eine Biene töten. Und Handwerker Stachelsprössling. Ja, komm, was soll's. Raw Science ist Raw Science ist Raw Science. Kann man mal mitnehmen, glaube ich. Kann man mal machen. Nice. Genau, so, dann gucken wir mal, ob wir jetzt das neue Zeug bauen können und wie wir das machen. Guck mal, du hast dein Rezept freigeschaltet. Schmelzofen, Details anschauen. Wir brauchen 10x Ton und Dauerbrenner Holzkohlenbrocken. Kochdrüse. Okay, also was das ist, weiß ich. Was das ist, weiß ich auch. Was das ist, weiß ich nicht. Wie kriege ich denn das Zeug? Püriergerät vielleicht? Okay, Püriergerät, da kann man, aber da haben wir alles eigentlich. Das wäre jetzt kein Problem. Pflanzenbrei und Pilzbrei. Ich schätze mal Pflanzenbrei zum Zähmen für Blattläuse und Pilzbrei zum Zähmen für Weevil. Weil Weevil scheint ja Pilz zu essen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Sonst wäre der ja nicht infiziert, wenn es darum geht, dass infizierte Pilze Weevil infizieren. Warte mal, ich gehe mal lieber woanders lang. Ah, oh Gott. Voll erschrocken. Erschreckt mich doch nicht immer so. Ich werde doch wahnsinnig hier. Ich würde gerne hier hoch. Ich würde gerne weit nach oben. Wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Damit wir hier nicht irgendwie mit der Spinne eine Bärgegnung feiern. So, ich gehe mal zu meinem Reiseturm jetzt. Dann hat ja auch mal wieder ein Revival. Und dann reisen wir mal zurück zum Haus und guck mal, was wir brauchen. Holzkohle ist beim umgekippten Grill. Okay, wo ist der umgekippte Grill, ist die Frage. Warte mal, vielleicht sehe ich den ja von oben, wenn wir oben sind bei unserem Dings. Vielleicht kann ich den ja von oben sehen. Schauen wir mal einfach. Ja, von hier komme ich da nicht hoch, glaube ich. Gehen wir mal hier hin. So, jetzt muss ich noch mal gucken, genau. So, so, genau. Das lief schon mal richtig gut, ja. Geilomat. Okay, warte. So. Ja. Muss erst mal wieder üben hier mit den Trampolinen. Warte, hier, genau. Nice. Also, sehen wir etwas, was wir sehen. Ah, da hinten, da ist der umgekippte Grill. Das meint ihr, glaube ich. Kann das sein? Dann müssen wir da hin.
Dann lohnt sich das jetzt gar nicht da nach Hause. Obwohl, wir können ja wieder schnell hierher. Wie viel Platz habe ich denn noch im Inventar? Ich lege vielleicht erstmal ein bisschen was weg noch. Insbesondere die Pilze, die wir jetzt haben. Und speichern ist auch mal wieder ganz wichtig. Können wir auch mal wieder machen. Oma wieder am Seil rutschen. Juhu. Nice. Also so ein Ausguckturm ist schon praktisch in so einer Wiese. Das muss man mal sagen. Es sind weniger Bienen in der Luft. Fällt mir mal so auf. Das waren früher schon mal mehr gewesen. Ist das da ein Moskito? Ne, ist eine Biene, okay. Nice. Ah, mein Essen ist fertig. Das trifft sich doch sehr gut. Guckt mal, wie keiner mir das Essen klaut, wenn es hier oben steht, ne? Nice. Hervorragend. So. Stelle die Riesenaxt. Ne, die Kieselaxt her. Achso, das ist Tutorial. Den Burglar-Chip versunkener Schatz haben wir immer noch nicht gefunden. Habe ich zufällig noch Bienenpelz? Irgendwo. Erstmal das ganze Zeug wegpacken hier. Was wir jetzt vielleicht nicht so dringend brauchen. Das hier zum Beispiel. Die Gasmaske, die kaputt ist. Den Wievelrüssel. Hier, warte mal, das ist auch noch nicht analysiert. Verrottete Bienengesichtsmaske. Was ist das hier eigentlich? Ruderwanzenflosse. Das ist die Kochdrüse, genau. Wusste ich doch, dass wir die schon haben. Ich würde gerne diese Ruderwanzenflosse noch irgendwo reinstecken, aber irgendwie habe ich keinen Platz mehr hier. Warum ist das hier eigentlich da drin? Da gibt es doch einen Stack da im anderen. In der anderen drin. Hier, genau. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen mehr Platz jetzt. Das ist schon mal gut. Und halt die Pilze wollte ich auch noch wegtun. Die packen wir jetzt mal. Hier ist auch alles voll, ey. Mann, hier ist überall alles voll. Was ist das denn hier für eine Unordnung? Gibt's doch gar nicht. Haben wir oben noch eine Kiste irgendwo? Hier sind noch welche. Dann packen wir das mal da rein. Ah, da sind auch noch die Dinger drin, genau. Bienenpelz! Stachel! Geil! Können wir gleich analysieren lassen. Dann gehen wir. Warte, wir gehen jetzt einfach zum nächstgelegenen Labor und analysieren das noch schnell. Hier die Rüstung. Soll ich die auch mitnehmen? Komm, ich nehme die auch mit. Was ist das eigentlich? Spinnenschulterpanzer, okay. Fragt man sich schon, ob das sinnvoll ist, das zu haben. Ja, warte, nochmal trinken schnell. Mal ganz schnell nochmal was trinken. Und dann gehen wir mal hoch. Du wolltest Ordnung schaffen beim letzten Mal. Echt? Daran kannst du dich noch erinnern? Prina, warum geht es nicht? 19. Daran kannst du dich noch erinnern? Also, ich kann mich da nicht dran erinnern. Da kann ich mich beim besten Willen nicht dran erinnern, dass ich das sowohl gesagt habe als auch vorhatte. Ich muss wirklich sagen, Gedächtnislücken tun sich auf, was das angeht. Wer hätte das gedacht? Ich habe Gedächtnislücken beim Thema Aufräumen. Niemand hätte damit rechnen können. Müsste hier nicht eigentlich eine Dings sein? Ach nee, das geht ja darüber, genau. Oh, dann bin ich wohl gerade falsch abgebogen. Habe ich eigentlich noch so einen Gleitschirm? Nee, ach scheiße, den habe ich gar nicht mehr. Kacke, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Okay, da muss ich jetzt vorsichtig mich runterfallen lassen wieder. Warte mal. Oh, genau so meine ich das. Haha! Ja, die Definition von vorsichtig. Scheiße, respawn. Nee, wo bin ich denn jetzt gelandet? Warum bin ich hier? Wo bin ich denn hier jetzt? Nee, das ist irgendeine komische Basis hier. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Scheiße. Ich habe nicht gespeichert vorher, ich Blödmann. Nein, Kacke. Ich bin unten in diesem unten Dings. Shit. Da kommt man doch bestimmt wieder raus, oder?
Die Definition von vorsichtig. Wie? Nein, wie kommt man hier wieder raus? Scheiße. Autosave laden, gute Idee. Okay, merken, wenn man da hochgeht, immer nur mit einem Gleitschirm das machen und nicht irgendwie hier. I feel a little less squishy now, genau. Ist klar, mein Freund. Ist völlig sonnenklar. So, hier, warte jetzt. Aufmachen und reinstopfen. Und dann nimm das raus. So. Und dann holen wir uns das unten wieder. Und jetzt nicht verkacken. Ich spertone. Nicht verkacken. Nicht. Halt, warte, nochmal trinken. Ich hab's schon wieder vergessen. Nicht verkacken. Nicht. Bitte nicht. Neuen Spawn setzen. Gute Idee. Bär nutzen und Respawn-Punkt setzen. Ich glaube, der ist ein bisschen günstiger, der Respawn, als da unten im Labor. Eine sehr gute Idee. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier komme ich nicht rüber, genau. Wo bin ich denn da falsch abgebogen? Ich muss da irgendwo in die Mitte gehen, glaube ich. Wenn ich da hochspringe. Irgendwie ist der Ton gerade ganz komisch. Seit ich gestorben bin, ist er irgendwie dumpf. Hier muss ich hin, genau. This is moderately terrifying! This is moderately terrifying! Banane, Banane, Banane! Ja, ich habe immer noch keinen Gleitschirm. Ich muss dringend mir einen Bär sorgen. Nicht den Bären ankacken. Wer kackt? Und los! Los, los, los! Als wenn's gestern gewesen wäre. Ach so, ja. Ich hab da leider gerade so ein paar... Ich hab da wohl ein Blackout gehabt, als ich das versprochen habe, dass ich aufräume. Oh Gott, nein! Okay. Alles ist gut. Ich gehe einfach auf der anderen Seite und mache einfach weiter. Ich glaube, das müssen wir mal beseitigen, die Distel da. Wieso wächst eigentlich eine Distel da? Was soll das? Mitten im Weg. Mitten in meinem Rollweg. Nein! Nein! Gott. So, Moment. Ich muss mich ausrichten. Nein, was macht er denn? Ich muss mich zum nächsten gelegenen Labor ausrichten. Wir gehen mal zu dem da drüben. Dahin, genau. Moment. Ah, nee, warte mal. Waren da nicht diese Pupswanzen? Nee, warte mal. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann gehen wir lieber zu dem da. Die Pupswanzen, das muss jetzt nicht sein. Kongo Bongo. Irgendwer Bongot. Wer ist das? Welch Schelm Bongot? Ich dulde keine Bongos in meiner Nähe, die mich verfolgen. Wo stehen wir? Irgendwie, der Sound ist irgendwie jetzt anders, seit ich gestorben bin. Hört man, man hört die Viecher gar nicht mehr. Man hört nur noch diesen Background-Ambient. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgegangen beim Ton. Ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, ich muss neu starten. Oder wenigstens mal ins Hauptmenü gehen und mal gucken, ob es dann wieder geht. Und Bienenpelz. Jawohl, Biene, Wanddeko und wir haben Raw Science bekommen, weil wir geil sind. Stachel noch analysieren. Ausgestopfte Biene. Ja, sehr schön. Wer hat noch nicht von einer ausgestopften Biene geträumt? Und Beinschützer. Bienenbeinpanzer. Nice, pure Wissenschaft. Den anderen Kram von der Rüstung könnten wir eigentlich auch noch bei nächstbester Gelegenheit mal analysieren lassen. Oh, Vorsicht. Hässliche Käfer. So, da müssen wir uns jetzt durchschlagen zu dem umgestürzten Grill tatsächlich. Ich bin gespannt. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.